für eine tolle Stimmung haben in Hamburg. Schön, dass Sie dabei sind. Der letzte Audi Startup des Jahres 2012. Danke auch Ihnen fürs Kommen und wie Sie das von uns gewohnt sind aus den letzten Jahren. Wir versuchen ja in der letzten Sendung des Jahres immer einen ganz besonderen Gast einzuladen, sozusagen für uns der Fußballmann des Jahres. Und das ist in diesem Jahr ein Mann, der für uns ein wirklich modernes Fußballmärchen geschrieben hat. Er ist 2,5 Jahre lang durch die Hölle gegangen. Ihm hat die Invalidität gedroht. Und jetzt ist er wieder voll da. Viele sagen, er ist im Moment der beste Keeper in Deutschland. Joachim Löw hat ihn zurückgeholt in die Nationalmannschaft. Und für den HSV ist er Gold wert. Guten Abend, hier ist René Adler. René, schönen guten Abend. Hallo. Herzlich willkommen im Audi Startup. Bitte schön. René Adler, meine Damen und Herren. Applaus. Also man merkt schon, die Hamburger haben Sie voll ins Herz geschlossen, René. Wenn man am Ende eines Jahres steht, so im Dezember, machen das ja viele Menschen, dass sie so ein bisschen zurückschauen auf das abgelaufene Jahr und so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich glaube, Sie gehören zu den Menschen in Deutschland, die wahrscheinlich den größten Gegensatz hinter sich haben, oder? Wenn Sie überlegen, wie das Jahr begonnen und wie es aufgehört hat oder aufhören wird. Ja, das ist richtig. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit noch nicht so, wirklich so viel Zeit zu reflektieren, einfach mal alles sacken zu lassen, weil ja wirklich alle 2-3 Tage irgendein Spiel ist. Jetzt glücklicherweise auch mit der Nominierung für die Nationalmannschaft hatte ich noch ein bisschen weniger Zeit, was mir sehr, sehr angenehm war. Aber ich hoffe, dass ich jetzt die Zeit über Weihnachten im Kreise der Familie finden werde, um einfach mal ein bisschen, wie Sie schon sagen, nachzudenken, wo war ich? Ja, im Januar noch und wo stehe ich jetzt? Und das ist schon verrückt. Also das gibt es wahrscheinlich fast nur im Fußball oder im Sport, dass das wirklich so schnell geht. Und ich glaube, ich werde das bewusst machen. Ich werde es nicht zelebrieren, aber ich werde mir bewusst die Zeit nehmen, einfach mal auch mit Freunden drüber sprechen, die mir da auch sehr, sehr viel geholfen haben. Ja. Und mich auch bei denen noch bedanken. Sie sind, wenn ich das richtig durchgerechnet habe, 27 Jahre jung und trotzdem, wenn man auch mal jetzt in Ihr Leben und vor allem auch in Ihre Karriere guckt, das ist ja Stoff für einen richtigen Hollywood-Epos. Michel Marculescu zeichnet mal nach. Schöner Film, ja. Bisschen Kino, habe ich ja gesagt. Ja. Was würden Sie denn sagen? Das war vielleicht so der schönste Moment für Sie jetzt im abgelaufenen Jahr. War es das erste Bundesligaspiel wieder sozusagen vor vollen Rängen oder vielleicht der Anruf von Andreas Köpke, du bist wieder dabei? Ja, das ist schwer zu sagen. Also so viel passiert, wie wir schon gerade gesagt haben. Also dieses Pendel ist so weit ausgeschwungen. Ja, also was mir am wichtigsten ist, ist einfach die Erkenntnis, dass ich auch außerhalb von Leverkusen gut funktionieren kann. Also ich habe 12 Jahre in Leverkusen gespielt, war da auch sehr, sehr beliebt, habe immer alles gegeben und es gab auch Phasen, da konnte ich mir auch nicht vorstellen, das Rheinland nochmal zu verlassen, weil ich habe ja alles und das ist auch menschlich, wenn man alles hat, dann fühlt man sich wohl, dann wird man auch ein bisschen bequem und das war irgendwo so, da schlugen zwei Herzen in meiner Brust. Einmal der Wunsch, sich auch mal anderweitig zu beweisen, einfach nochmal zu zeigen, man kann es nicht nur in Leverkusen und an der anderen Seite natürlich dieses Sicherheitsdenken. In Leverkusen kenne ich jeden, ich fühle mich sehr, sehr wohl im Rheinland, meine Freunde sind da, ich habe da Abitur gemacht, ich bin beliebt im Club. Ja, da kann man sich mal entspannt zurücklehnen, aber wie gesagt, die Entscheidung wurde mir dann natürlich auch ein bisschen abgenommen, aufgrund natürlich der Verletzung. Und jetzt im Nachhinein bin ich auch glücklich, dass es so gekommen ist, dass ich einfach, dass mir die Entscheidung abgenommen wurde, dass ich da einfach nochmal jetzt auf gut Deutsch gesagt alles zusammenkneifen muss und einfach mal dieses Wagnis zu machen, um weiter Fußball zu spielen. Und da bin ich auch echt froh, dass ich in dem HSV einen Club gefunden habe, wo ich mich rund um Pudel wohlfühle. Ja, ich wollte gerade fragen, der Hamburger SV spielt vielleicht wirklich als Verein, als großer Traditionsverein, als Bundesliga-Dino mit seinen tollen Fans vielleicht auch eine ganz große Rolle und vielleicht auch die Stadt Hamburg als eine sehr kosmopolitische, weltoffene Stadt. Ist das so?
Ja, in der Tat. Also es ist, bevor die ersten Gespräche kamen, hatte ich auch mit Adidas Kontakt, mit unserem Ansprechpartner Daniel DeLonga, und er hat immer gesagt... Wie war der Name? Daniel DeLonga, und er hat immer gesagt, das ist... Nee, ich meine von der Marke. Adidas. Ah ja. Ja, kann ich das mit der Adidas machen. Falls man es nicht gehört hätte. Ja gut, ich bin ja ein Adidas-Mann, also ich kann da ja Werbung machen. Nein, er hat immer gesagt, das ist genau deine Stadt, und das wird dir gefallen, der Verein ist klasse. Und ich habe gesagt, Daniel, ich kann dazu nichts sagen. Ich kenne die Stadt nur von, ich kenne das Stadion, ich kenne das Hotel, wo wir mit Leverkusen waren, und ich kenne den Weg zum Stadion. Und, aber Sie haben auch gute Erfahrungen gemacht mit dem Hamburger SV. Das ist richtig. Von der anderen Seite, Ihren allerersten Elfmeter haben Sie, glaube ich, in Ihrer Karriere gegen den HSV gehalten. Gegen Rafa, ja. Gegen Raphael van der Vaart, den haben wir nochmal, den gucken wir uns nochmal an. Van der Vaart gegen den jungen Adler. Und er hält. Adler hält seinen ersten Bundesliga-Elfmeter. Ja, nicht mehr so viel, aber der war einfach schlecht geschossen. Ich bin ja jetzt kein Elfmeterkiller. Also. Aber heute sind Sie richtig dicke Kumpels, hat man den Eindruck. Er hat Sie ja vorhin in dem Film auch so wunderbar gelobt. Raphael van der Vaart ist eine interessante Figur, finde ich. Ja, also es ist immer natürlich ein bisschen schwierig. Also als ich noch in Leverkusen gespielt habe, dann kennt man ja immer nur den großen Raphael van der Vaart mit seiner Frau Silvi. Beherrschen die Gazetten in Deutschland. Und ja, man ist relativ weit weg, auch als Spieler, der in einer Ebene in der Bundesliga spielt und gegen ihn spielt. Und ich glaube, das ist für einige Jungen, bevor er hergekommen ist, auch nochmal. Rafa kam von Real Madrid, Tottenham, hat bei Weltvereinen gespielt, hat über 100 Länderspiele. Und aber wer den Rafa ein bisschen näher kennt, der weiß, dass das ein ganz normaler Junge ist, der mit dem man Spaß machen kann. Ich meine, das zeigt er nach dem Schalke-Spiel, kam er rein, hat auf Flipchart geschrieben, ich gehe zurück nach Spurs, aber er braucht mich nicht mehr. Und das ist einfach, er ist für jeden Spaß zu haben, er ist extrem wichtig für die Jungspieler, und er ist halt wirklich jemand, der sich nicht über irgendjemanden stellt, und eine richtig gute Persönlichkeit und sensationeller Fußballer. Mhm. Für jeden Spaß zu haben sind Sie, glaube ich, auch. Es gibt ja dieses Ritual beim Hamburger SV, das hat uns Thorsten Fink mal erzählt, dass man Liedchen singen muss, wenn man neu antritt. Sie sollen sich da so sehr in die Herzen Ihrer Mitarbeiter oder Ihrer Kollegen gesungen haben. Stimmt das, Ronald Kaiser, dich zu lieben? Ja. Ja, das... Können wir das auch mal irgendwie kurz? Nee. Ich bin ja jetzt zum Reden hier, das Ding. Nee, aber das ist in der Tat richtig. Also das ist so ein Ritual. Jeder Neue muss bei uns singen. Und ich war dann im Trainingslager in Österreich dran. Und... ja, aber unsere Kollegen in der Tonregie, ja, immer für Spaß. Nee, das ist lustig, weil mit unserem Physiotherapeuten... Ist gut, nimm's wieder weg. mit unserem Physiotherapeuten in der Bayer Werkstatt... Ich war ja lang genug da, also ich war ja 8 Monate da oben, und da war da geht der, schon mal die ein oder andere, der ein oder andere triste Tag dabei, wo man einfach auch keine Lust hatte. Und da haben wir einfach eine Schlager-CD gemacht und haben einfach ein bisschen YouTube geguckt und haben einfach gesungen beim Trainieren, und um sich so ein bisschen die Zeit zu vertreiben, wenn man mal keine Lust hatte. Und ja, wir waren dann auch auf Roland Kaiser Konzert in der Langsters Arena, und das waren so schöne Momente während der Verletzung. Sehr schön, ja, Sie dürfen ruhig. Man merkt schon, die Leute nehmen Sie unheimlich warm und begeistert auf. Das merkt man ja auch immer im Stadion. Die Kurve feiert Sie. Es ist einfach, glaube ich, ein ganz tolles Gefühl. Und auch bei YouTube beispielsweise werden Sie von vielen Fans hochgeliebt, gelassen sozusagen. Wir haben mal ein Beispiel rausgezoomt. Das ist jetzt vielleicht nicht super professionell, aber es passt ganz gut zum Singen. Wir haben zwei ganz liebenswerte Menschen, die eine kleine Rene Adler-Hymne gesungen haben. 27 Jahre, da ist es passiert. Ein Torwartstern ging auf, musstest kämpfen und trainieren von Verein zu Verein. Jetzt bist du beim HSV, flieg René Adler die Raute im Herzen, hole 3 Punkte für uns, halt unser Tor sauber, denn du bist der Beste.
mit dir haben wir eine Chance. Wow. Sehr nett, ne? Das wird bestimmt jetzt ein großer YouTube-Hit. So gut war ich nicht in Österreich. Ja, das glaube ich. Also, das ist schon sehr, sehr schön. Musik ist ein ganz wichtiges Thema natürlich. Fans haben die Möglichkeit, sich auf die Art vielleicht auch auszudrücken. Oder wir haben ein schönes Foto gefunden, auch von Fans, für Sie gefertigt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zwar geht es darum, zwei Männer, ein Beruf. Vielleicht zeigen wir das mal kurz. Ja, kannst du mal sehen, wie viel ich arbeite. Ja. Fühlen Sie sich so ein bisschen, ja, als Superman vielleicht nicht, aber doch als ein Mann mit vielen tausend Händen, weil das vielleicht auch nötig ist. Sie haben ja hier schon im ersten Heimjahr auch gut zu tun gehabt. Ja, das ist richtig. ich habe damals ja schon gesagt, der ein oder andere ruhigere Tag, den fände ich ganz gut. Und ich denke, wir verteidigen momentan sehr, sehr gut. Also das ist nicht unser Problem. Wir haben uns gefangen nach einem sehr, sehr schlechten Bundesliga-Start. Ja. Aber tendenziell muss ich sagen, macht mir das auch Spaß. Also ich habe natürlich lieber mehr zu tun irgendwie auch, als ständig beschäftigungslos zu sein. Das ist ja nicht nur mein Hobby, das ist mein Beruf. Das mache ich gerne, Bälle halten. Und momentan klappt es ganz gut. Ja, Sie sind ja auch ein wahnsinnig guter Torhüter schon vorher gewesen. Würden Sie sagen, Sie haben vielleicht jetzt nach der Verletzungspause Ihr Torwartspiel ein bisschen erweitert oder variiert, umgestellt? Oder sind Sie eigentlich wieder der René Adler, der Sie früher auch waren, auch in Ihrer ganzen Stilistik zu spielen? Nein, ich denke schon, das ist ja ein Prozess. Also, dass ich mir mein Torwartspiel angeeignet habe über Jahre, natürlich geschliffen wurde von Rüdiger Vollborn, der sich wirklich 12 Jahre um mich gekümmert hat. Also er hat mir die Basics gelernt, er hat mir ein Verständnis vom Torwartspiel gegeben, von dem ich natürlich absolut profitiere. Aber ich habe mir auch anderweitig, ich habe an Fußballsendungen geguckt und habe mit Torhütern sympathisiert, wo ich gesagt habe, der Torhüter, der macht aber einen ganz besonderen Abschlag. Das versuche ich auch mal im Training oder im Garten. Und wenn es geklappt hat und ich es gut für mein Spiel empfand, dann habe ich es in mein Spiel mit eingebaut und habe es im Punktspiel umgesetzt. Und so baut sich ja über Jahre ein Torwartspiel zusammen. Und, wer waren da so Typen? Oliver Kahn? Uli Stein? Ja, von jedem ein bisschen was. Also ich hatte keinen speziellen Torwart, gesagt habe, den möchte ich eins zu eins nacheifern oder gar ein Vorbild. Ich fand immer Peter Schmeichel super, obwohl er ja natürlich von dem Körperbau, da sind wir, glaube ich, Feuer und Wasser. Also sind wir komplett auseinander, aber es hat mir einfach imponiert. Oder Rinat Asaev, diese alten russischen Torhüter, fand ich immer cool. Also gucke ich heute noch YouTube-Videos über diese alten russischen Torhüter, weil ich sage, das imponiert mir. Also ich schaue eher so ein bisschen zurück in die Vergangenheit als in die Gegenwart. Zur Gegenwart kommen wir gleich noch. Ich möchte gerne noch einmal zurückkommen zu dem Thema Fans, auch weil wir ja eben diese vielen positiven Beispiele auch immer wieder sehen. Wir alle erleben die ja auch, wie schön es sein kann im Stadion, wie viel Freude man hat, wie gemeinschaftlich und auch verbindend Fußball sein kann. Auf der anderen Seite gibt es im Moment auch viele Diskussionen. Und zwar beispielsweise jetzt die Aktion der Fans, dieses 12-12, dass also die Ultras immer 12 Sekunden nichts machen, weil sie eben auf diesen 12.12. hinweisen wollen, wo die DFL ein neues Sicherheitskonzept abgibt. Hat man da als Spieler eine Meinung zu, weil man ja jetzt auch erlebt hat, da ist schon ziemlich ruhig, ne, zu Beginn des Spiels? Ja, also in der Tat, das ist ganz komisch. Also mir ist es gegen Schalke nicht so bewusst aufgefallen. Aber jetzt in Wolfsburg war es schon, das Stadion ist natürlich ein bisschen kleiner, ist es schon sehr, sehr komisch. Also es ist so leise, ist für uns natürlich gut, weil die Spieler mich verstehen, wenn ich den zurufe. Wenn es laut ist, kann man sich das eigentlich schenken. Da verstehen die Spieler sowieso nichts. Aber da merkt man es am meisten, dass die Kommentare bzw. die Zurufe, die ich meinen Abwehrspielern mache, dass die sofort gehört werden. Und dann habe ich das erstmal so richtig realisiert, wie ruhig das denn ist, wenn die Fangesänge verstummen. Und habe bewusst mal darauf geachtet, jetzt im Wolfsburg-Spiel, wo die 12 Minuten dann zu Ende waren, wie dieser Unterschied war. Das war unglaublich. Also das ist schon beeindruckend. Zu der Frage, ob man als Spieler eine Meinung hat, ist es natürlich immer schwierig für uns. Wir müssen dann natürlich versuchen, immer ein bisschen Neutralität zu wahren, weil die Fans natürlich gerade hier in Hamburg für uns das höchste Gut sind. Also die Fans, die tragen den Verein irgendwo, die sind
für uns auch als Mannschaft sehr, sehr wichtig. Die haben uns in der Saison letztes Jahr so fantastisch unterstützt, wo ich sage, das ist nicht selbstverständlich für den Fußball, den die Mannschaft gespielt hat. Und auch gerade zu Beginn dieses Jahres, wo es wirklich nicht gut aussah, gab es natürlich ein paar Unmutäußerungen, die absolut nachvollziehbar sind. Aber wir wurden als Mannschaft nie fallen gelassen. Und das ist schon ganz besonders hier in Hamburg. Und da müssen wir als Spieler natürlich aufpassen. Wenn ich mich jetzt pro Fans schlage, dann kommt unser Präsident und sagt, wie kannst du denn sowas machen? Also das geht natürlich nicht. Und wenn ich jetzt hier Partei ergreife für die DFL, dann steigen mir die Fans aufs Dach irgendwo. Und das ist natürlich, bin ich ganz froh, dass ich, ich will mich da nicht raushalten, aber das ist irgendwo auch nicht direkt mein Baustein ist. Aber was ich sagen kann, ist natürlich, diese ganze Pyrotechnik und so, das ist irgendwo meiner Meinung nach ein Unding geworden. Wir haben es selber in Düsseldorf erlebt, wo ein wichtiges Banner von unseren Fans abgebrannt ist. Und da muss man einfach mal sehen, vielleicht nicht im Fanblock, aber daneben, das sind auch Familien mit kleinen Kindern. Und wenn das dann wirklich einfach mal übergreift und da einfach mal Verletzte gibt, und das ist dann einfach eine Sache, die nicht geht. Und ja, aber das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Das stimmt, aber ich... Es ist ohne Zweifel ein heikles Thema, aber es ist natürlich auch ein Thema, dem man sich absolut zwingend stellen muss, gerade auch was das Thema jetzt, und das sind ja extremste Auswüchse, aber das Thema Gewalt beim Fußball auch betrifft. Es gab ja jetzt in Holland diesen total schockierenden Fall, dass zwei Jugendliche, 15 und 16 Jahre, einen Linienrichter totgeschlagen haben, dem hinterhergelaufen sind. Und ich muss ehrlich sagen, man steht da ein bisschen verzweifelt auch davor, als jemand, der den Fußball liebt, als Fan des Fußballs. Das wird wahrscheinlich auch vielen zu Hause und auch noch hier im Saal so gehen, dass man einfach sagt, wo führt das denn bitte hin? Ja, das ist richtig. Also es nimmt in der Tat mittlerweile auch Ausläufe an, wo man sagt, die gehen einfach gar nicht. Also ich bin auch jemand, der sagt, auf dem Fußballplatz eine gute, harte Fairness, alles schön und gut, aber die Gewalt, das gehört einfach nicht zum Sport. Und denken Sie jetzt zum Beispiel bei dieser Geschichte auch zum Beispiel so, nee, beim nächsten Mal meckere ich den Schiedsrichter jetzt mal lieber nicht an, ich will auch auf gar keinen Fall irgendeine blöde Beispielwirkung oder so. Ich habe noch nie den Schiedsrichter angemeckert. Ja. Ich weiß nicht, wo Sie das gesehen haben. Also. Was war jetzt da nochmal Wolfsburg? Also ich habe schon vergessen. Ja, aber jetzt ohne Flachs, es ist schon so, glaube ich, dass man natürlich eine gewisse Vorbildwirkung ja auch hat. Und ich weiß nicht, ob man da als Aktiver drüber nachdenkt oder ob man da einfach nicht drüber nachdenken kann, weil man natürlich auch in der Hektik des Geschehens mit 50.000 Zuschauern drumherum auch irgendwo gefangen ist. Ja, ich denke, da muss man auch mal irgendwo... ich versuche ein bisschen das zu trennen. Also es ist nicht okay. Ich habe auch dafür die gelbe Karte bekommen. Und das sind dann Emotionen, die man auch irgendwo mal rauslassen muss. Also wie gesagt, nicht jede Meckerei oder Gestik, wenn man gestikuliert, das passiert aus dem Affekt heraus. Also es ist schön, dass das direkt nochmal nachlegt. Sondern die haben natürlich auch irgendwo Wirkung für die Mannschaft, dass man sagt, man kann sich irgendwo, auch wenn es natürlich nichts bringt, also das Tor wird nicht zurückgenommen, weil er sagt, ach, Herr Adler, Sie haben recht, also das ist ja Quatsch, das weiß ich auch. Aber das hat das natürlich stimmt. Auch irgendwo eine Wirkung für die Mannschaft, dass man sagt, komm jetzt, Jungs. Ja, das zum einen und zum anderen, wir können uns auch nicht alles gefallen lassen, was ja nicht heißt, wir müssen den Schiedsrichter beschimpfen oder anmeckern, aber wir müssen uns wehren, wir müssen uns auch gegen den Gegner wehren. Und da ist natürlich wichtig, dass wir Führungsspieler auch mal Zeichen setzen, in was für einer Form auch immer. Da will ich das jetzt nicht irgendwie schönreden, ganz und gar nicht, aber das ist eine Sache, wo man sagt, das sind Emotionen, das sind Sachen, wo man sagt, jetzt Jungs, jetzt müssen wir uns nochmal zusammenreißen, irgendwas muss mal passieren, dass wir jetzt wieder aufwachen. Sonst verlieren wir das Spiel. Das ist ja auch eine normale Emotion, die zum Fußball gehört. Und ich glaube auch niemand, der so gewalttätig ist, kann sich darauf zurückberufen. Das wollte ich auch gerade sagen. Also dass ich meine, was auf dem Platz passiert und wenn es mal selbst Rangelei gibt, also es sind ja dann auch keine Schlägereien. Wir wissen alle, dass wir Vorbildfunktionen haben, gerade für die Jugend, für den Nachwuchs. Das ist ganz klar. Das gibt es auch nicht zu beschönigen. Vieles gehört auch nicht auf den Platz. Aber wir müssen uns da natürlich auch ein bisschen distanzieren, dass wir sagen, wenn wir mal irgendwie ein bisschen meckern, das darf ja kein
keine Plattform oder beziehungsweise kein Argument für die Fans liefern, die sich dann wirklich der Gewalt aussetzen und dass sie sagen, ich glaube, das wird auch kein Fan machen, wenn sich Fangruppierungen richtig prügeln, dass sie sagen, ja, aber der Adler, der hat auch im Spiel den Schiedsrichter angeschimpft. Also das glaube ich, das sind zwei paar völlig verschiedene Schuhe und das ist aber ein Unding, was irgendwie Ausmaße angenommen hat, wo ich auch der Meinung bin, dass man da wirklich eingreifen sollte. Ich glaube, diese Meinung teilen hier ganz viele auch im Raum. Und zu Hause natürlich auch. Lassen Sie mir eine etwas hintersinnige Frage stellen. Warum sind Sie Torwart geworden? Weil Sie gerne mittendrin sind und doch ein bisschen anders? Ja, ich bin ja nicht bewusst anders. Also ich wurde ja ins Tor gestellt, so, dass ich gerne Torwart geworden bin. Also mir wurde ja auch wie damals, wurde die Entscheidung ja wieder abgenommen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich da nicht so schlecht bin, dass ich den einen oder anderen Ball halte. Und wie das so ist mit dem Erfolg, kommt dann auch oftmals der Spaß. Und ich bin dann auch nicht mehr rausgekommen. Mir hat das dann Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Wenn ich was mache, dann will ich das auch wirklich so über 100% machen, dann sollte das auch funktionieren. Ich bin sehr, sehr ungeduldig. Und, hat ja auch ganz gut funktioniert. Nationalmannschaft. Ja. Und es gibt aber einen wunderschönen Werbespot, den wir mal angucken wollen, der vielleicht dann doch die wahre Begründung liefert. Warum ist René Adler Torwart geworden? Sein Bruder ist schuld. Warum ich Torwart geworden bin? Habe ich meinem Bruder zu verdanken. Werbespots in den letzten Jahren. Sie haben ja ein besonders enges Verhältnis zu Ihrem Bruder. Ich glaube, das kann man so sagen. Stimmt die Geschichte, dass Sie ein Tattoo haben sogar, beide? Ja, das ist richtig. Wir haben beide dasselbe, das sind eben verschnörkelte Initialen. Vielleicht zeigen Sie es einmal ganz liebenswerterweise in die Kamera. Was bedeutet die? Ja, das ist RA, er heißt ja auch Rico. Also wir haben beide zufälligerweise dieselben Initialen. Und ich habe sein Geburtsdatum und er hat meins. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der er sagt, er steht für Tätowierung oder so, aber das war damals zum Zeitpunkt, wo man sagt, das hat für uns eine tiefgründigere Bedeutung. Und die WG-Zeit? Ein bisschen vorher noch. Er ist danach erst zu mir gekommen, wo ich gesagt habe, wenn du studierst, bevor du in Deutschland rumtingelst, dann komm nach Köln. Also ich bin froh, wenn du da bist. Wir hatten so lange nichts voneinander, weil ich mit 15 Jahren ausgezogen bin. Was sicherlich auch nicht ganz einfach für ihn war. Und da haben wir dann einfach in der WG in Köln, haben wir uns irgendwie unsere Pubertät ein bisschen nachgeholt. Sind Sie ein guter WG-Mann? Ich habe mir zumindest Mühe gegeben. Ja, wir haben uns den Luxus gegönnt und hatten eine Putzfrau. Ah. So, Sie dürfen ruhig. Ja. Ja, was halt so alles dazugehört, gell, zu so einer WG, dass man halt, dafür sorgt, dass der Kühlschrank immer schön gefüllt ist. Aber das habt ihr alles wahrscheinlich abgegeben und delegiert. Nee, das nicht. Also das ist mir auch wichtig. Also das war mir auch wichtig und da hat mir mein Bruder auch sehr geholfen, das muss ich auch sagen. Und dann hat er auch Wert drauf gelegt, weil er ja natürlich durch mich auch ein bisschen so in diese Fußballwelt eingetaucht ist. Und er mir dann immer wieder ganz, ganz deutlich gesagt hat, dass ich ja nicht zu tief in diese Fußballbranche, weil er natürlich auch viele Leute kennt, die dann auch nicht mehr selber einkaufen. Und man sagt einfach, das ist nicht das normale Leben, so funktioniert es nicht. Du musst auch wissen, wie man einkauft oder wie man gewisse Dinge macht, wie man zum Amt geht, wie man Auto anmeldet. Das ist mir schon wichtig, dass ich solche Sachen selber mache. Denn irgendwann ist die Fußballzeit auch vorbei. Man sollte schon wissen, wie das Leben irgendwo funktioniert. Das finde ich sehr gut, sehr vernünftig. Und liebe Zuschauer, René hat ja gerade gesagt, ich zitiere, ich bin sehr ehrgeizig und sehr ungeduldig, dann kann er es ja wahrscheinlich gar nicht mehr erwarten, wieder die Nummer 1 in der Nationalmannschaft zu werden. Wie er das bewerkstelligen will, erzählt er uns sicherlich gleich im Audi Star Talk.